The stage is yours. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag Konstruktoroperatoren, Korrespondien und Freunden. Es freut mich sehr, für euch diesen Vortrag halten zu dürfen. Mein Name ist Marcos del Puerto García, Marcos mit C-O-S, kein Marco, kein Markus und überhaupt kein Carlos. Ich arbeite in den ABAC Compiler und virtuelle Maschine seit circa 10 Jahren. Ich war beschäftigt mit Ausdrucken, Konstruktoroperatoren, Tabellenausdrucken und in der letzten Zeit bin ich auch in RAP involviert. Ja? Das ist ein Vortrag, den ich normalerweise intern halte und dauert circa 90 Minuten. So, ich werde versuchen, das kurzer zu machen, aber die allerwichtigsten Dinge euch zu erzählen. Ja? Ich bin in Spanien, so ich kann eine Minute oder eine Stunde über eine Folie reden. So, wie gesagt, es gibt gewisse Folien, die ein bisschen trivial sind, die ich werde überfliegen, so ich kann euch die allerwichtigsten Dinge zeigen und wir können auch ein paar QL-Demos aussehen. Ja? Alle die Folien sind auf Englisch, so man kann das am einfachsten verbreiten, aber ich werde auf Deutsch reden. Mein Deutsch ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. Und viele haben mir gesagt, dass ich mich genauso anhöre, wie der gestiefelte Kater davon schreckt, ja. So. Da viele von meinen Kollegen schon gesagt haben, falls ihr in Kontakt oder up-to-date mit denen alle die letzten Neuigkeiten von ABAP oder Feedback uns geben will, ihr kann immer mein Kollege Horst Keller und sein Team folgen in den SAP Development Network. Ja? Zuerst werde ich euch vorstellen, der gute alte Move Corresponding, ganz, ganz schnell, ein paar neue Funktionalitäten, die wir hinzugefügt haben. Danach Corresponding, das ist ein Konstruktoroperator, das der große Bruder von Move Corresponding ist. Und C-Labab Corresponding, das eine Klasse ist, das erlaubt, dasselbe zu machen, mehr oder weniger wie Corresponding, aber dynamisch. Und ganz am Ende, falls wir genug Zeit haben, werde ich auch ein bisschen über ein anderes Konstruktoroperator Filter erzählen. Ja? So, wie gesagt, fangen wir mit Move Corresponding an. Ja? Wahrscheinlich kennt ihr alles Move Corresponding. Corresponding ist ein Operator, die ursprünglich hat nur funktioniert für Strukturen. Und was die gemacht hat, es hat Zuweisungen gemacht. Es wissen Strukturen in die Felder, wo eine Namensgleichheit gab. So eine implizit Komponentenabbildung. Ja? So, wir haben diese zwei Strukturen. Wir machen zum Beispiel Move Corresponding Source Struktur to Destination. Alle diese Felder, wo Namensgleichheit gibt, werden zugewiesen. Die nicht zutreffende werden ignoriert. Und wir haben auch die Variante exakt. Exakt bedeutet, dass für die Zuweisungen wird die exakt Semantik verwendet. Das bedeutet, dass wir Zuweisungen machen werden ohne Datenverlust, ohne Auflösung zu verloren. Laut den Konversionsregeln von ABAP. Wir werden danach ein kleines Beispiel dazu sehen. Ja? So, da Move Corresponding ein bisschen beschränkt war, haben wir uns gedacht, naja, vielleicht sollten wir oder wollen wir das verschärfen oder erweitern. Und was wir zuerst gemacht haben, ist, wir haben erlaubt, dass die Source und Destination Operand Tabellen wären. Das nennen wir tiefes Move Corresponding, Deep Move Corresponding. Warum tief? Tiefe Objekte sind diese Objekte, die eine zusätzliche Initialisierung benötigen, nämlich Klassen. Ja? So, ab 742, man kann immer Move Corresponding von Tabellen machen und wir haben auch extra Zusätze hinzugefügt, zum Beispiel Expanded Nested Tables. Was bedeutet Expanded Nested Tables? Mit den alten Move Corresponding, sobald eine versachtelte Tabelle gab, man hat nur eine Raw-Move, so eine Art von direkte Arbeitsspeicherkopie gemacht. Ja. So, wenn die Offset und die Länge von den Komponenten gepasst hat, alles hat gut funktioniert. Und wenn nicht, manchmal hat gekracht oder manchmal hat das geführt zu Problemen, die nur im Produktivsystem in manchen Konstellationen erkennbar waren. Ja. So, zuerst haben wir Tabellen untersucht und wir haben auch diese Klausel Expanding Nested Tables erlaubt. Was macht die? Funktioniert die immer, Suchnamengleichheit auf den Top-Ebene von der Struktur der Tabelle und in der versachtelten Tabelle er sucht auch implizit Namensgleichheit für die Komponente. Ja?
Nachname landet bei Nachname und Name landet bei Name, selbst wenn die Offset unterschiedlich sind. Wenn, ohne diese Expanding Nested Tables hätten wir diese, das Problem, dass woanders gelandet wäre, als was wir erwarten. Wir haben auch einen neuen Zusatz hinzugefügt. Keeping Target Lines. Was bedeutet Keeping Target Lines? Wenn Source und Operand Tabellen sind, wir werden die existierenden Zeilen beibehalten. So, wir können hier ein Beispiel sehen. Wir haben zwei Zeilen und die zwei neue Zeilen werden mit dem Move Corresponding Semantic zugewiesen, aber werden hinzugefügt. Ohne diese Keeping Target Lines werden die existierenden Zeilen platt gemacht in den Zieloperand. Und ursprünglich haben wir immer einen Syntaxfehler geliefert, wenn man eine Keeping Target Lines verwendet hat für Strukturen, weil nichts sinnvoll war, wenn man diese Klausel benutzt hat für Strukturen. Was muss beibehalten werden? Ja? So, in dem statischen Fall, wo erkennbar war, dass die keine Tabelle war, haben wir einen Syntaxfehler gegeben. Und wenn dynamisch war, haben wir eine Laufzeitfehler geliefert. Aber wir haben einen neuen Muster identifizieren, wo vielleicht diese Keeping Target Line Semantik sinnvoll sein wird. Ja. So eine Konstellation oder ein Muster, die sehr oft kommt, zum Beispiel bei RAP, ist, dass wir haben ein EML-Statement. Hier, das wir hier sehen, das ist etwas von dem RAP-Umfeld, das wir werden nicht dativ gehen. Und liefert eine Struktur mit versachtelten Tabellen. Und mehrere Objekte können mehrere Strukturen zurückliefern. Und wir wollen alle diese Strukturen konsolidieren. Ja? So, was wir immer machen mussten, es ist append lines of und die versachtelte Tabelle to die versachtelte Tabelle mit demselben Namen in den Zieltabelle. Weil, wie gesagt, move corresponding sonst hat alles platt gemacht. Und ab 783, jetzt kracht nicht mehr, man bekommt keine Syntaxfehler mehr. Und was das macht, wäre, das beibehält die Inhalt von versachtelten Tabellen, wo Namensgleichheit gibt. Ja? So, jetzt constraint wird zu Ziel constraint hinzugefügt, ohne die existierende versachtelte Zeile zu lösen. Diese Tabelle constraint product wird zu dem Feld von der Struktur fail constraint product hinzugefügt, ohne die existierende Tabelle zu machen. Ja? Ich werde euch ein kleines Beispiel zeigen bezüglich des Expanded Nested Tables. Jetzt, ja. So. So, hier können wir sehen, dass wir zwei versachtelte Tabellen haben. Nested und Nested. Die unterschiedliche Typen haben. Ja? In eine kommt zuerst Text und danach Value und in die andere kommt zuerst Value und danach Text. Ja? Ohne diese Expanding Nested Tables Zusatz, wir hätten einfach die Werte drüber kopiert und gehofft, dass alles laut den ABAP-Codes gut funktioniert hat. Ja? Aber jetzt sehen wir, was passiert. Da wir schon gesagt haben, die versachtelte Value wird zu den richtigen Stellen zugewiesen. Ja? So, das ist, wie diese Expanding Nested Table funktioniert. So, in der letzten Zeit haben wir eine Menge Konstruktor-Operatoren hinzugefügt, und wir haben dafür verschiedene Design-Anforderungen berücksichtigt oder Entwurf-Anforderungen berücksichtigen. Ja? Wir wollten damit schaffen, dass man die gleiche Funktionalität erreichen kann mit weniger Quelle und ersetzen existierende Muster, anbieten weitere Typen Sicherheit, tun Dinge, die euch nicht erlauben, zu einer endlosen Schleife zu führen. Alle diese Operationen sind optimiert für eine Menge Daten. So, wenn vielleicht ein Konstruktor-Operator ist für eine Tabelle und hat nur zwei Zeilen, vielleicht kann ich etwas nachbauen, die schneller ist. Aber wie gesagt, wir wollen das optimieren für eine große Menge Daten. Ja?
Und wir wollen euch das Leben nicht einfacher machen, wenn ihr versucht, Dinge zu machen, die potenziell sehr gefährlich sind oder sehr langsam sein können, ohne dass ihr das merkt. Ja. Vergesst nicht, sie sind Operatoren, Konstruktoroperatoren, nicht nur Operatoren. Ja? Das bedeutet, dass es immer noch ein Konstruktor ist. Und alle sind oder corresponding und Filter und alle diese Konstruktoroperatoren, komplexe Konstruktoroperatoren, sind blockorientierte Operationen. Was bedeutet das? Bedeutet, dass alle sind stabil, die Reihenfolge von den Elementen ändert sich nicht, und atomar. Das bedeutet, dass selbst wenn unter Operationen hat, es verhält sich als eine Einheit. Ja. So, wir haben Corresponding hinzugefügt, das wäre ein Konstruktoroperator, die genau dasselbe macht wie Move Correspond. Ja. Sucht Namensgleichheit, das wissen die Source- und Destination-Operanden, und hinzufügt die Felder. Wir haben auch das Bedarf gesehen mit 754, das exakte Zusatzklausel zu hinzufügen und verhält sich wie Move Corresponding exakt. Ja. Vielleicht ihr habt gesehen, dass diese Felder jetzt steht hier Initialwert. Viele kommen zu mir und sagen, ja, Markus, du hast uns gesagt, dass Corresponding genau dasselbe ist wie Move Corresponding. Und selbst wenn du ein sehr schönes Akzent hast, du hast uns gelogen. Wir werden jetzt ein kleines Beispiel sehen, zum gucken, wie das geht mit dem Konstruktor-Operator Corresponding. So, das wäre die Slide Nummer 13. Wir werden sehen, was hier passiert. Ja? Wir haben zum Beispiel eine Struktur. Und wir sagen, ja, wir machen die Struktur neu und wir hinzufügen hier oder wir zuweisen das Feld von der Struktur Code. Und wir sagen, Code ist jetzt 444. Ja? Und danach machen wir wieder ein New. Aber an den Konstruktor übergeben wir nur das Feld Value. Was erwartet ihr, dass mit diesem Code passiert wird? Es ist wieder null, weil ich einen Konstruktor aufgerufen habe, dass da ein komplett neues Objekt geliefert hat. Warum erwartet ihr, dass wenn ich einen Konstruktor-Operator, aber immer noch einen Konstruktor aufrufe, nicht genau dasselbe passiert? So merkt ihr dieses Beispiel. Alle die Felder, die nicht getroffen sind in den Zuweisungen, werden initial beibehalten. Ja? Falls ihr die existierenden Felder beibehalten will, ihr müsst diese Base-Klausel verwenden. Base-Klausel bedeutet, ja, gib mir ein neues Objekt und als Initialwert hat diese andere Wert. Ja? Und danach macht die corresponding Operation. So, hier können wir sehen, dass Code tatsächlich 444 ist. Ja? So, wie gesagt, falls ihr will, dass die existierenden Werte beibehalten werden, ihr muss diesen Base-Zusatz verwenden. So, wir haben auch den Zusatz deep. Deep wäre vergleichbar zum Expanding Nested Tables. Das bedeutet, sucht ihr implizit Namensgleichheit in den versachtelten Tabellen. So, nichts Besonderes. Ja. Corresponding. Viele werden sich fragen, was bedeutet diese Gartenzaun? Diese Gartenzaun bedeutet implizite Deep-Inferenz. Das bedeutet, dass der Compiler sucht, was für ein Deep hier passt. Man übernimmt den Tipp von dem Ziel, aber falls ihr ein anderes Tipp benutzen wollt, ihr könnt einfach hier ein beliebiges Tipp hier benutzen. Oder falls eine Inline-Deklaration von dem Ziel operant wäre, ihr müsst unbedingt den Tipp hier eingeben. Ja? So, man kann auch
beliebig diese Zusatz kombinieren. Ja? Man kann sagen deep plus bass plus exakt. Und wir haben auch das Bedarf gefunden, um zusätzliche Komponentenabbildungsoperationen anzubieten. Wir haben schon gesehen, dass es implizit Komponentenabbildungen gibt. Das bedeutet, wo Namensgleichheit gibt, werde ich die Felder zuweisen. Aber es kam sehr oft vor, überhaupt mit dieser uralten Namenregel, ja, dass wir vielleicht sehr kurze Namen haben, auch wenn der Feldname fast dasselbe ist. Eine ist abgekürzt und die andere ist länger. Oder vielleicht wir wollen Felder zuweisen, die nicht zusammengehören. Dafür haben wir die Klausel Mapping hinzugefügt. Ja. So, wie immer, Felder, wo Namensgleichheit, implizit Namensgleichheit gibt, werden zugewiesen. Und Felder, die explizit abgebildet sind, werden zugewiesen. So, in diesem Fall, Username wird zu User zugewiesen. Der Trick, um diese Komponentenabbildungssyntax zu merken, ist, ihr müsst immer die Richtung von den Daten folgen. Ja? So, Source geht von Source in der Richtung von den Destination, von dem Ziel. So, das Komponent Username wird auch in der Richtung von dem Ziel hinzugefügt. Ja? Sobald eine explizit Komponentenabbildung gibt, es verhält sich als eine Deep-Operation, weil Deep macht keine so große Performance-Unterschied und kann uns viele, viele Probleme sparen. Ja? So, wir müssen, falls wir nicht die Namensgleichheit in der versachtelten Tabelle verwenden wollen, wir müssen eine versachtelte Mapping für diese versachtelte Tabelle definieren. So, wie gesagt. Corresponding Mapping erlaubt uns, um benutzerdefinierte Komponentenabbildungen zu definieren. Da auch Namensgleichheit geben kann, es kann immer vorkommen, dass es gibt Felder mit demselben Namen, dass ich ja nicht will, dass zugewiesen werden. Zum Beispiel das Feld IP. So, wir können sagen, ja, mach eine Zuweisung von allen die Felder, wo die Namen gleich sind, plus Username in User und auch wenn ein Feld gibt, die ID heißt, wo Namensgleichheit gibt, ich will das ignorieren. Man kann das auch List von mehreren Komponenten geben. Ja? So, das wird ignoriert in der Zuweisung. Und wir haben auch die Variante Except Extern. Das bedeutet, alle die nicht explizit abgebildeten Komponenten werden ignoriert. So, alles, wo Namensgleichheit gibt, wenn ich das nicht in der Mapping-Klausel definiere, wird ignoriert. Man kann diese Komponentenabbildung beliebig komplex machen. So, wir können auf dem Top-Level eine Komponentenabbildung definieren und für versachtelte Tabelle, da ich schon erwähnt habe, oder versachtelte Strukturen, wir können auch eine beliebige Komponentenabbildung definieren. Selbst wenn beide Komponenten in Source und Destination oder Source und Quelle und Ziel genauso heißen, man muss die abbilden, falls wir eine versachtelte Komponentenabbildung definieren wollen. Ja. So, das wäre eine Struktur, aber eine Tabelle, die hat eine versachtelte Tabelle, wo wir CityFrom zu Origin abbilden wollen, CityTo zu Destination und wir wollen das Komponentenpreis nicht zuweisen. Und auf der Top-Ebene, alles, was nicht explizit abgebildet ist, wird ignoriert. So, hier können wir einen Vergleich sehen, wie man oder was man vorher schreiben musste, um die Funktionalität von Move Corresponding zu erreichen. Und was muss jetzt oder was wir ganz einfach schreiben können. Ja? So, ursprünglich war eine Loopart Assigning für eine Tabelle und wir haben ein Move Corresponding gemacht pro Zeile. Danach haben wir die Komponenten zugewiesen, wo keine Namensgleichheit gab und wir wollen trotzdem haben. Und danach haben wir gemacht ein Insert oder ein Append-to-Table. Und jetzt man kann das nur mit nur einer Zeile schreiben. Oder ja, man kann das in mehrere Zeilen schreiben, aber es ist nur eine Operation. Ja. Und orthogonal zu Move Corresponding, Keep It Target Lines, 4 Strukturen haben wir der Zusatz Appending. Das bedeutet, ich will
ein Korrespondi machen für die Strukturen, aber falls versachtelte Tabelle gibt, ich will die existierende Inhalt beibehalten und die neue Tabelle, die neue Zeilen hinzufügen für diese versachtelte Komponenten, wo versachtelte Tabellen, wo eine Namensgleichheit gibt. Ja? Nochmal zu diesem Thema. So, man muss nicht unbedingt Base eingeben, das ist optional, aber die Semantik wäre, wie wenn man eine Appending Base, eine Base von Feld machen würde und noch danach diese Zusatzappending machen würde. Das ist auch kombinierbar mit DIP und andere Zusätzen. Ja? Aber wie gesagt, ihr kann euch diese Base sparen. So, nochmal zum Thema. Appending, remove corresponding, keeping target line für Strukturen. Wir haben auch hinzugefügt einen Zusatz, die heißt Discarding Duplicates. Was tut Discarding Duplicates? Falls in dem, innerhalb von dem Move Corresponding eine Uniqueness, eine Schlüssel Uniqueness Verletzung gibt, so duplizierte Einträge gibt und in eine Key, die, in eine Schlüssel, die unique ist, wir werden die duplizierte Einträge lösen. Ja. Und jetzt werde ich euch zeigen eine kleine Demo, wo wir wirklich sehen können, wie aufwendig oder wie komplex alle diese Gesichte von Schlüssel und Uniqueness und Konstruktoroperatoren sein können. Ich werde das euch zeigen in den guten alten Subway, weil glaube ich, dass hier einfacher zu identifizieren ist oder zu sehen ist. Ja. So, Slide 21. So, wir haben drei verschiedene Tabellen. Eine mit einer primären Schlüssel, die sorted non-unique ist, und die sekundäre auch. Sorted non-unique ist. Eine Standard-Tabelle mit einer sekundären Schlüssel, die sorted non-unique ist. Und eine Tabelle, das nur eine Standard, das nur eine Standard-Tabelle ist. Ah. So, sorted non-unique, este Standard. Und ja, este Standard Sorted Unique als sekundäre Schlüssel und nur Standard Tabelle. Wir haben gesehen, dass wir der Konstruktor Value verwenden. Ja? Und die Reihenfolge von allen die Komponenten in der Initialisierung genau dasselbe ist. Aber wir werden sehen den Inhalt von jeder Tabelle. John Smith, Marcos, Roger Wilco. Und jetzt hier wir sehen John Smith, Clinton, Eastwood, Roger Wilco und Marcos del Puerto. So, die Reihenfolge hat sich geändert. Wieso? Weil Value sich nicht verhält wie eine Konstruktoroperand, sonst wie eine zeilenorientierte Operation. Und was passiert mit duplizierten Einträgen in eine Secondary Non-Unique Keys, wenn man die einzeln hinzufügt? Die Reihenfolge wird ändert sich, wird umgekehrt sein. So, Marcos endet ganz am Ende. Wieso? Weil, wie gesagt, Value ist keine Konstruktoroperatoren, die wirklich blockorientiert funktionieren. So, wir haben hier ein Ergebnis, das manchmal könnte nicht sein, was man erwartet würde, wenn die Reihenfolge von der Initialisierung anders ist. Ja? So, erster Punkt. Man muss immer verstehen, ob die Operationen Zeile oder Tabelle orientiert sind. Ja? Und was das für Nebenwirkungen oder Nebeneffekte haben kann als an die Quelle, die wir es haben. Ja? Und jetzt wir sehen, dass für eine Standardtabelle wird doch die Initialisierungsreihenfolge beibehalten, weil wie gesagt, es macht keinen Unterschied, wenn diese Konstruktor operant
sich verhält wie eine Zeile oder wie eine blockorientierte Operation, aber hat komplett andere Ergebnisse geliefert. Ja? Freut mich, da wieder zu sein. Und wir werden auch noch etwas kompliziert. Ja? So, wir haben eine Standardtabelle, STSO, wo John Smith, Marcos, Roger Wilco stehen. Und wir haben auch die Standardtabelle, wo John Smith, Marcos, Roger Wilco, Clint Eastwood stehen. Wir werden die Ergebnisse sehen. B hat John Smith, Marcos und Mark Twain. Und C hat auch John Smith, Marcos und Mark Twain. Sehr ähnlich aus, oder? Aber es gibt etwas, ein seltsames Effekt oder ein komischer Effekt, das vielleicht hier nicht gemerkt hat. Was passiert, wenn wir gucken den sekundären Schlüssel? Ja. So, in dem nächsten Fall, wenn die Quelle operand eine Standardtabelle mit einem sekundären Schlüssel, die sortet non-unique war, gucken wir, was passiert ist. Mit dem primären Schlüssel sieht es dasselbe aus. Und mit dem sekundären Schlüssel wird die gleiche Reihenfolge beibehalten. Es ist stabil, da wir schon gesagt haben. Ja? Aber was passiert mit der Standardtabelle? Ja, es ist das gleiche als in dem vorherigen Fall, aber wir haben gesehen, dass die Reihenfolge von den Source Operand sich geändert hat. Ja? Wir haben schon 1, 2, 3, wir haben gesagt, ja, korrespondieren es an Konstruktoroperatoren. Es ist ein Konstruktororperator, die blockorientiert ist. Es sollte stabil sein. Ja? So, discarding duplicates ist die einzige Variante von move corresponding, von corresponding, wo je nachdem, was für einen Schlüssel, verwenden werden, es kann vorkommen, dass nicht immer alles stabil bleibt. Wieso? Weil alle die Zahlen zu hinzufügen, danach versuchen die zu ein Sort zu machen, danach, wenn eine Verletzung gibt, es ist nicht mehr möglich herauszufinden, welche die ursprüngliche Zeile ist, dass diese Verletzung verursacht hat. Ja? So, als Zusammenfassung von diesem sehr wichtigen Punkt ist, ihr müsst wissen, welche Konstruktoroperatoren ihr benutzt und wissen, ob es eine zeilorientierte oder ein Blockkonstruktoroperatoren ist. Corresponding ist immer ein Blockkonstruktoroperator, außer mit Discarding Duplicates, wo nicht garantiert ist, dass immer stabil läuft. Hier können wir sehen ein kleines Beispiel, was man immer machen musste oder was man mit Move Corresponding erreichen kann. Und die vergleichbare oder assimilierte Konstruktoroperatoren aufrufen von Corresponding. Ja? Jetzt werden wir ein bisschen über Performance reden. Ja? Es gibt zwei sehr wichtige Punkte über Konstruktoroperatoren und speziell über Corresponding. Eine von den wichtigsten ist, dass der ABAP-Compiler optimiert nicht versachtelte Konstruktoroperatoren aufrufen. So, falls ihr hat ein Corresponding innerhalb von ein Corresponding, innerhalb von ein Corresponding, innerhalb von ein Corresponding und hier 1000 Zeilen hat, wird jedes einziges Mal 1000 Zeilen kopiert. 1000 hier und 1000 hier. Ja? So, seid nicht so faul und macht nur eine Operation mit einer passenden Komponentenabbildung. Und wir müssen sehr gut planen, wie alle die Felder zusammen, wie die Felder innerhalb von den Strukturen der Tabelle strukturiert sind. Wieso? Wir werden ein kleines Beispiel sehen. Von einem Muster, das ich leider sehr oft sehe bei manchen Kollegen. No? Nee, das ist nicht. So. Als das der Video. So.
So we have here in source structure, vocarer ID, com, the type, the C, linge try is, customer type, Passname, und danach die ID, als Integre. Und wir haben hier ein Beispiel von wie man die Daten schlecht strukturiert und wie man die Daten richtig strukturiert. Ja? So zum Beispiel, manche Leute denken, naja, der ID von einer Adresse sollte vorher oder nach der Adresse selbst liegen. Genau dasselbe mit dem Customer Type oder mit dem Passname. Ja? Das wäre das Beispiel von der schlechten Strukturierung von euren Daten. Ja? Und hier haben die Reihenfolge, dieselbe Reihenfolge, wie in den Source, und wir haben alle die Felder mit dem gleichen Typ nebeneinander liegen, und wir werden sehen, was jetzt mit der Performance passiert. Diese Tabelle hat, glaube ich, 100.000 Zeilen. Ja? Wenn wir unsere Felder in eine günstige Konstellation oder in günstige Stellen definiert haben, es ist fast, oder der schlechte Auswahl von Feldern ist fast dreifach langsamer, als wenn wir gute Felder-Konfigurationen ausgewählt haben. Es ist wie eine andere Programmierungssprache und die Zusammenfassung wäre, ihr müsst eure Daten kennen, Felder, die ähnliche Typen haben und zusammengehören, sollten nebeneinander liegen und Felder, die wo konzeptuell wahrscheinlich ist, dass zusammenbewegen werden oder zugewiesen werden, müssen auch in Speicher nebeneinander liegen. Ja? So, wir haben eine ganz exotische Variante von Corresponding, die heißt Corresponding mit Lookup-Tabelle. Corresponding mit Lookup-Tabelle, was er tut, ist, er macht ein In-Place-Update, aber nur von den Feldern, die eine gewisse Anforderung entspricht. Diese Anforderung ist, dass ein Treffer in eine Lookup-Tabelle verursacht. Ja? Diese Lookup-Tabelle muss immer schnell Suche-Schlüssel haben, sodass wir nicht eine Full-Table-Scan machen müssen. Ja? So was wir machen, es ist von der Source-Tabelle, ich will alle die Felder von aktualisieren, wo wirklich eine Match in diese Lookup-Tabelle gibt. Diese Match werde ich definieren als diese Komponentenabbildung, wo Lookup-Table-Key-Komponent gleich ist wie Source-Komponent. Und falls diese Match gibt, ich werde zur Weisung diese Mehrwertsteuerfelder. Ja? Ich habe euch erzählt, dass Data geht die Richtung wie, oder die Komponenten-Syntax geht in die gleiche Richtung wie die Daten. So, für die Mapping geht diese Richtung von rechts nach links, aber für die Using-Klausel geht von links nach rechts, weil wir gehen von den Source-Table in den Lookup-Table und danach wieder zurück. Ja? Wir gehen von den Source in den Lookup-Table und danach zurück. Ja? So, was wir jetzt machen, ist, wir suchen alle die Komponenten, alle die Elemente von den Source-Tabelle, wo Source-Komponenten trifft diese Schlüssel und wir werden das Wert von diesem Mapping aktualisieren. Ja, 3000 Aktien wird durch 21, wird das Wert von der Mehrwertsteuer durch 21 gesetzt. So, das wäre ein Beispiel, was man in ABAP beschreiben muss, um diese Funktionalität zu erreichen, ohne diese Korrespondenz zu setzen. Man muss eine Lookup-Tabelle Assigning machen und danach pro Zeile ein Read-Table machen und suchen, ob wirklich ein Treffer gibt und, falls ein Treffer gibt, die Daten aktualisieren. So, als Zusammenfassung haben wir alle die Optionen, die Corresponding erlaubt. Ihr könnt das in der Dokumentation von unserem Kollegen Horst lesen. Ja. Wir haben das auch Corresponding erweitert, sodass man das in RAP einsetzen kann. Ich werde nicht zu viel Info dafür drüber geben. Dafür wird wahrscheinlich andere Vorträge geben bezüglich RAP. Aber dass ihr weiß, dass überhaupt in den Managed Field, man kann Komponentenabbildungen definieren. Es wissen die Entitäten und Legacy-Typen. So, der Mapping-Klausel ist dazu sein, in den Corresponding Cells, wird in den Behavior-Definition liegen. Ja? Und danach mit From Entity to Entity, ihr kann diese Information wiederverwenden.
falls this behavior definition und die entities Spanisch euch vorkommen. Es ist nicht, weil ich mich mit der Sprache verwechselt habe. Es ist, weil es gehört zu Rap und ihr kennt euch damit noch nicht. Ja? Und außer diese From Entity und To Entity, wir haben auch die Option Using Control. In den Rap-Umfeld, die Entitäten haben die Lifetypes und diese Lifetypes haben ein Kontrollfeld, die identifiziert, ob gewisse Felder gesetzt sind oder nicht. So, wir können zuweisen mit dieser Entity-Information nur die Felder, das wirklich in den Control markiert sind, oder setzen diese Felder von dem Control, wo wirklich in den Entität zugewiesen werden. Ja. Wie gesagt, ganz, ganz kurz, ich will nicht tief in dieses Thema gehen, einfach so, dass ihr weiß, dass auch Corresponding immer ständig erweitert wird. Ja. Und vergiss nicht, das Corresponding bleibt immer noch Corresponding und falls ihr die alten Werte beibehalten will, ihr muss Base verwenden. Ja? So, Dynamic Corresponding ist genau dasselbe wie Corresponding, aber dynamisch. Man kann dafür eine Tabelle, eine String-Tabelle übergeben oder eine Tabelle mit Strings und zusätzliche Mapping-Informationen übergeben, um das Gleiche zu erreichen wie Corresponding, aber in Laufzeit. Ja. So, ihr könnt euch die Dokumentation gucken, fast alle das selber. Man muss einfach sagen, auf welche Ebene diese Komponentenabbildung ist, was für eine Komponentenabbildung ist, Mapping, Except, Stern. Ja. Und ihr bekommt in der Factory eine Instanz von einem Objekt, die geeignet ist, um Objekte von dieser Source- und Destination-Typ zu kopieren. Ja. Wir können auch hier sehen, dass es unterstützt auch sehr aufwendige Komponentenabbildungen. So, nested ist nested. So wäre hier Level 0, nested ist nested. Und nach dieser Komponentenabbildung, das wir ausklappen wollen, Level 1. Ja. So, origin und city from kommen hier danach. So, wie gesagt, fast wie corresponding. Ich werde mich da vertiefen. Ja. Wir haben auch Keeping Target Lines als Option für die Top-Ebene oder als Mapping-Option für die versachtelte Tabellen. Ja? Wir können auch diese Lookup-Tabelle-Variante verwenden. Wir müssen einfach die Komponentenabbildung Using Key für die Schlüssel und die Mapping von den Komponenten mit dem Mapping Using Components eingeben. Ja? Und wir haben eine Variante, die sehr exotisch ist, das erlaubt Werte und die Fallwerte abzubilden. Ja? So, Werte haben nur ein Value und ein Zielkomponente und die Fallwerte haben auch haben Ziel, Quelle und Wert. Ja? Wir werden sehen, wie das funktioniert. So, wir haben Create with Value mit diesem Map. Und diesem Map sagen wir, ja, wir haben Komponentenabbildung 6, das wäre ein Wert. Immer das Wert Watt landet, egal ob eine implizit Komponentenabbildung gibt oder nicht. Und defaultmäßig landet ein Wert, das 4 ist. So, selbst wenn Delivery oder Benign Field gibt, in Source und Destination, der zusammenpasst. Ich will nur ein Verb verwendet, falls der Source Feld initial ist. Ja? So, wir werden in Konsole sehen. Ich habe da die Einkaufszettel gebaut für diese neue Corona-Ebene. So, wir können sehen, dass ursprünglich Rocket Launcher war 0 und Serrano Ham war 0. Ja? Und wir haben gesehen, dass die Werte-Komponentenabbildung für die Merver-Stoja war immer Value, so es bekommt immer 19. Und Default Value für die Lieferzeit war 4. So in dieser Felder, wo 0 ist, man bekommt ein 4. Ja. So.
Bezüglich der Performance von Celava Corresponding, ich muss euch sagen, dass, wie gesagt, es ist geeignet oder alles ist orientiert nach sehr großer Anzahl von Zeilen. Um diese String-Tabellen zu parsen, ist sehr aufwendig und diese Objekte zu instanzieren, ist auch aufwendig. So, wenn ihr das macht, nur für einen einzigen Aufruf, ja, es kann sein, dass es sehr langsam ist, ja, weil ich habe alles optimiert, sodass ihr ein Objekt bekommt, das ihr wiederverwenden kann, um diese Operation öfter zu machen. So, wenn ihr so etwas macht, das jedes Mal eine neue Instanz generiert, es kann sehr bequem sein zu programmieren, aber vielleicht ist es nicht so performant, wie ihr erwartet. Ja. Und ganz, ganz schnell, ich werde euch erzählen, wie Filter funktionieren. Wir haben auch den Konstruktor-Operator Filter hinzugefügt. Das liefert zurück Filter, raus Filter, alle die Komponenten von einer Tabelle, wo die Tabelle gewisse Anforderungen spricht, nämlich wo die ID und die Werte und die Value eine gewisse Werte haben, die Suche, die Schlüssel, oder man muss dafür einen Schlüssel benutzen, die eine Schnellsuche Suche-Schlüssel ist, nämlich Sorted und Hash. Wir erlauben keinen Standard. Wie gesagt, wir erlauben euch nicht zu machen, die potenziell gefährlich ist. Und wenn wir nicht spezifizieren, es ist mit dem Primary Schlüssel. Ja? So, Filter Where liefert alle die Felder von einer Tabelle, wo gewisse Bedingungen entsprechen würden. Oder wir können das andere, das Gegenteil machen. Ich will alle die Werte haben von einer Tabelle, außer diese, die diese Bedingungen entsprechen. Ja? Dann man statt Where, man sagt Except. Wenn man nicht spezifiziert, man benutzt primäre Schlüssel und wenn man spezifiziert etwas anderes, man kann eine beliebige Schlüssel benutzen. Und man kann auch dasselbe machen mit einer Tabelle. Man bekommt alle die Felder von der Source-Tabelle, die sich befinden in einer anderen Tabelle, in diese Tabelle und diese primäre Schlüssel muss hier definiert sein. Oder nochmal, außer die Felder except in, statt in, die Felder, die diese Bedingungen entsprechen. Ja? Kardinalität ist sehr wichtig. Wieso? Weil es kann auch vorkommen, dass die Filtertabelle hat vielleicht nur einen Eintrag und die Source-Tabelle hat ein Million Einträge. Ja? So, wir haben eine neue Variante hinzugefügt, wo die schnelle Suche-Key kann definiert sein in den Source-Operand. Ja? In diesem Fall, die Using-Key-Feld kommt nach dem Source-Operand. Using-Key bezog sich immer, was auf der linken Seite ist. Ja? Hier Using-Key ist für die Filtertabelle und hier ist für die Source-Tabelle. So, ihr könnt auch in der Dokumentation sehen, wie alles Filter funktioniert. Leider kann ich nicht weiter erzählen. Ja? Wie gesagt, nochmal zu den Performance. Versackelte Aufrufe werden nicht optimiert. Und seid sicher, dass wirklich Filter ist, was ihr erreichen will. Manche Leute benutzen einfach Filter, um die Anzahl von Treffer in einer Tabelle zu haben. Und alle die Zeilen sind für denen uninteressant. Ja? So, Filter ist ein Konstruktor, er kopiert alle die Zeile. Wenn ihr wirklich diese Zeile nicht benötigt, benutzt sie nicht. Ja? Oder vielleicht gibt es eine andere Option, die schneller ist, wie zum Beispiel eine Read-Table oder Lookup-Table. Filter ist die schnellste Operation, wenn ihr alle die Zeile von dem Ergebnis benötigt. So, als Zusammenfassung, leider könnte ich noch euch weitererzählen. Es ist sehr wichtig, dass ihr weiß, wenn ihr die Quelle in den Datenbank herunterziehen muss. Ihr müsst immer die richtige Schlüssel oder versuchen, günstige oder gute Schlüssel zu suchen oder auszuwählen. Und ihr müsst immer den richtigen oder eine sinnvolle oder eine gut überlegte Komponenten Sortierung in eure Daten verwenden. Vielen Dank an euch alles. Ich hoffe, dass selbst wenn das so kurz und sehr schnell war, ein paar Dinge gelernt hat. Und wie gesagt, wir stehen immer gerne zur Verfügung. Und wenn Fragen oder Wünsche gibt, ihr kann immer mich oder Horst Keller kontaktieren. Vielen Dank. Wow, auch vielen Dank von uns. Also wie man im Chat, glaube ich, gelesen hat, oder ich glaube, da war die einstimmige Meinung von wegen so, ja, Move Corresponding. Was Entspanntes, was Leichtes nach dem Mittagessen. Aber irgendwie bist du ein bisschen eskaliert. War super genial. Vielen, vielen Dank. Für den Mittagessen. Ja, ja.
Ja, ich will gar nicht wissen, wie du abgehst, wenn du nicht zu Vormittag hattest. Vielen Dank. Super. Immer gerne. Dann bin mal gespannt, welche Fragen dann noch aufkommen bis zur Meet the Speakers nachher an dich. Ich glaube, erstmal war das recht ruhig im Chat, was das betrifft. Und ich glaube, wir müssen erstmal alle den Inhalt durch den Kopf gehen lassen, um daraus Fragen ableiten zu können.